Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das Video hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 500 Abonnenten unterstützen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut doch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mir dort auch natürlich folgt, verpasst ihr auch in Zukunft keine Streams mehr. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir die Highland-Kriegerin mal wieder im Shop und die soll einen neuen Stil haben. Und zwar den Stil mit Helm. So sieht er tatsächlich sehr, sehr ähnlich zum Schlachtenhund-Skin aus, finde ich. Ich glaube, die stammen ja auch aus demselben Set und die Maske ist, glaube ich, auch sehr, sehr ähnlich. Also das ist ja im Prinzip so eine Löwenmaske und der Schlachtenhund hat ja, glaube ich, so eine Hundemaske. Also dadurch eben halt sehr, sehr ähnlich. Dazu haben wir dann die Silberzahn-Spitzhacke. Dann haben wir als nächstes den Stillschweigen-Skin, dazu dann die Stille Klinge-Spitzhacke und die abgenutzte schwarze Lackierung. Dann haben wir als nächstes den Meißel-Minotaurus, der war ja gestern neu im Shop drin. Dann haben wir den Raufbolden-Skin, den Tango-Skin, den konnte man ja auch gratis, glaube ich, vor einem Monat im PlayStation Cup bekommen. Ist jetzt, glaube ich, aber auch schon zum zweiten Mal im Shop drin, also nichts wirklich Besonderes. Dann haben wir den Fuß-Finesse-Mode. Und dann haben wir auch eine neue Lackierung, und zwar die Spritzer-Spektrum-Lackierung. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Für 500 V-Bucks vollkommen in Ordnung. Dann haben wir den unendlichen Depp. Und als letztes noch den Schattentraining-Emote. Dann haben wir natürlich noch die besonderen Angebote. Die werden morgen mit dem Update wahrscheinlich rausfliegen oder morgen um 14 Uhr. Je nachdem, wann ihr das entfernt, oder 15 Uhr mit Zeitumstellung, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall werden die irgendwann morgen entfernt. Das heißt, wenn ihr die kaufen wollt, ist es am besten, die heute zu kaufen, oder wenn ihr die natürlich schon habt, ist es noch besser. Hier haben wir auf jeden Fall den Aurum-Skin, da einmal die Goldkönig-Variante und dann die Variante ohne Schimmer. Ebenfalls natürlich das gleiche beim Gleiter, einmal die Standard-Variante mit Schimmer und dann noch die Variante ohne Schimmer. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann nachher im Stream wieder oder im heutigen Video. Bis dahin, ciao.